So, hallo, ein Part traue ich mir noch zu, dann sollte ich aber wirklich aufhören. Wir machen weiter bei Ori and the Will of the Wisps. Wir sind im, ich glaube, letzten Teil vom Brunnenquell und können jetzt mittlerweile schon ziemlich viel. Wir haben vor allem den Dreifachsprung im letzten Part gelernt, was besonders stark ist. Der Brunnenquell beherbergte einst eine große Bibliothek, Ori. Wissen floss wie Wasser durch seine Mauern. Jetzt ist vieles, das einst war, verloren. Und das Wasser ist still. Und wir werden das Wasser wieder in diesem Part hoffentlich retten. Das sieht schon gut aus, ja. Hallo. Die Legenden Panwargeist, die Brunnenquellbibliothek. Sieh dir nur all dieses Wissen an. Aber da ist doch etwas, eine faulige Präsenz ganz in der Nähe. Riechst du es nicht? Der Geruch scheint von irgendwo da oben zu kommen. Siehst du es dir mal an, wenn ich an diesen Büchern blättere? Oh, der kann das auch, ja. Stimmt, wir hatten ja die Schnellreise noch nicht gekauft. Ah, ganz ehrlich, die würde ich mir jetzt dann doch mal gönnen. Die würde ich mir dann doch jetzt mal gönnen. Her damit. Her damit. Okay. Ja, von einem Ort voller Wissen gehört, voller uraltem Geisterwissen. Der Eingang soll alle außer den Aufmerksamsten verschlossen bleiben. Viel Glück. Okay. Und jetzt kann ich beliebige Geisterportale wählen und mich dahin teleportieren, ja? Oh, und hier ist dieses Gerücht. Okay. Das ist ja sowieso, wo wir noch hin müssen. Sobald das Wasser wieder fließt. Ah, okay. Ah, halten ist teleportieren. Das heißt, man kann sich nicht versehentlich teleportieren. Stark. Hier ist auch eins. Geil. Sehr gut. Sind wir hier? Da, okay, da ist ein Punkt. Ach, da oben. Ja, ich verstehe schon. Kommen wir hin? Darf mich nur nicht dumm anstellen, dann geht alles. Ah, fast. Mann. Doch. Okay. Gucken wir kurz, ob wir. Ja, doch, Ton ist da. Alles gut. Okay, erstmal ganz nach links, würde ich sagen. Ja, rechts hier halt. Mysteriöser Samen. Okay. Bisher kann ich mich nicht erinnern, dass irgendjemand einen Samen wollte, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, wir kriegen gleich einen Bosskampf. Ja, das hier ist eine riesige. Ja! Das wird eine riesige Arena gleich. Okay. Na dann würde ich aber trotzdem mal wieder umrüsten, kurz. Auf. Das raus. Den Wurfhaken brauchen wir dann auch kurz nicht. Das brauchen wir auch kurz nicht.
Dann nehmen wir nämlich lieber so Sachen wie Dorn rein, so Sachen wie Belastbarkeit. Und Raffinesse. Ja, natürlich. Oha. Für wahr eine faulige Präsenz. Vorwärts, Beeilung. Okay, ist eine Flucht oder was? Ach, plötzlich ist hier ein Weg offen. Oha. Oh, da ist das Lied. Sie haben es wieder gemacht, bei der Fluchtsequenz immer das Lied zu spielen. Großartig. Großartig. Es ist so ein geiles Gefühl. Es ist so ein geiles Gefühl, zu diesem Lied zu rennen. Ich bin tot. Okay, irgendwas habe ich falsch gemacht. Das hat jetzt auch nicht funktioniert. Ah, dann muss ich aber das Kleben wieder einstellen. Moment. Dann muss ich das Kleben wieder einstellen. Weil dann ist ja doch kein Kampf. Dann kann das raus. Dann kann das raus. Dann kommt Kleben wieder rein. Und vielleicht sogar der Wurf haben. Das ist vielleicht sinnvoll. Aber was habe ich da drüben falsch gemacht? Oh oh. Jetzt kommt das Rad, ne, wo ich verloren habe. Muss ich nach oben und nicht nach unten? Nee. Ja, doch, irgendwie, irgendwas mache ich da falsch. Hm. Okay. Das ist so gut.
jetzt mal hier hochzufahren. Nee, das scheint auch nicht richtig. Okay, hoch nicht. Auf jeden Fall runter. Auf jeden Fall unten lang. Muss ich nur schneller sein, okay. Das Schöne ist, nach dem Abschnitt werden wir das Wasser zurückhaben. Man ist jetzt schon gewöhnt, vor Wasser zu flüchten. Ach, ich halte damit an. Ja, okay, verstanden. Ups. Das war die letzte Sequenz, ne? Ja. Das war einfach die letzte Sequenz und ich habe es immer wieder verhauen. Oh Mann. Okay, wir hätten es mit auf Anhieb haben können. Aber gut. Möge das Wasser fließen. Sehr schön. Let's freaking go. Puh. Es ist alles wieder in Ordnung. Das Wasser ist wieder rein. Das Wasser fließt wieder. Schnell und klar. Hell und sauber. Du bist äußerst mutig. So mutig. So nass. Wir müssen es Quolok erzählen. Heute ist ein Freudentag für das ganze Sumpfland. Oh ja. Ja, klar, dass wir hier weiterhin müssen. Boah. Aber jetzt ist so viel möglich. Jetzt ist so viel möglich. Haben wir hier irgendwas übersehen? Ich hoffe nicht. Ich meine, ansonsten könnte ich da ja hin. Ach nee, kann ich nicht. Teleportieren, Quest verfolgen. Nee, kann ich gar nicht. Okay. Hab nichts gesagt. Wieso ist jetzt da eigentlich ein Viech? Was will der denn da? Oh je. Wo bin ich eigentlich? Ach, hier unten bin ich jetzt. Okay. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier runter schwimmen. Klar. Und dann gehen wir da schwimmen und so weiter. Jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Uff. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt überall... Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Aber ich kann noch nicht unendlich lange schwimmen. Das muss man noch bedenken. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann lerne, dass ich mehr länger schwimmen kann, so. Ah, das sieht noch nicht so gut aus. Okay, das war schwach. Hoppala. Oder ob man hier warten muss, bis sich das... Ah doch, ich glaube, man muss da warten, bis sich das rumgedreht hat. Und dann kann man da durch... Ja, genau. Oh! Aber das lohnt sich. Gorlegerz, sehr schön. Ich glaube, was anderes ist hier unten auch gar nicht. Ich meine, ich kann mal kurz auf der Seite rausschwimmen. Oh, da ist doch noch was. Ach so, die andere Seite ist hier einfach, okay. Nee, ist nicht. Es ist unterhalb jetzt. Okay, Moment, da muss ich wieder umrüsten jetzt erstmal. Falsche Taste. Falsche. Nee, war richtig. Okay, das lassen wir drin. Klebrig passt, Magnet passt, Dreifachsprung passt, Ultrawurfhaken passt. Ach so.
Ich wollte ja eher das andere Geld verdienen, den wollte ich noch reinnehmen. Wo war denn das der hier? Kopfgeld. Zack. Sehr schön. Wo bin ich jetzt? Ah ja, hier auf dem Weg nach unten. Okay, okay. Ach, wahrscheinlich komme ich jetzt hier raus. Ach so. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Oh. Wo bin ich jetzt? Okay, hier. Eieieiei. Tschüss. Oh, fuck. Okay. Das üben wir noch. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Sehr gut. Und jetzt noch du da oben. Sehr schön. Und tschüss. So, das lief doch jetzt mal viel besser. Okay, ich muss da hoch irgendwie. Gut. Tschüss. Da oben will ich hin. Okay, Pfeil und Bogen ist jetzt gerade gefragt. Nach. Falsche Taste. Falsche Taste. Okay, da ist er weg. Ah, ich krieg sie. Immer die falschen Tasten. So, hier, zack. Nein! So. Dankeschön. Okay, jetzt kann ich hier wieder schwimmen. Oje, oje. Schneller. Okay, das ist nicht so gut. Ich komme hier noch nicht durch, oder was? Komme ich hier wirklich noch nicht durch? Oder kann ich das umlenken? Ah, ich kann das umlenken. Sehr gut. Energie! Scheiße. Okay. Dann muss ich erst aufmachen. Ah, jetzt ist das Ding da oben noch nicht weg. Ah, scheiße. Okay, geht auch ohne Bogen. Okay, dann schieß mal, Kollege. Dann gehe ich erstmal wieder hoch. So. Dann speichern wir das nämlich mal. Ich hoffe, dadurch, dass ich mich hier hinstelle, speichert er das. In irgendeiner Art und Weise. Und dann geht's weiter. Dann gehen wir jetzt nämlich doch erstmal hier hoch. Ach, hier wäre Luft. Ups. Ah, ich komme hier nicht hoch. Ja, hier komme ich nicht hoch. Keine Chance. Okay.
Aber da wäre Luft gewesen, habe ich nicht gesehen. Mein Fehler. Hier ist Luft. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich nicht an den neuen Ort. Okay. Ja, hier ist schön. Welche wollte ich jetzt eigentlich gar nicht? Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass ich hier hin wollte. Ich komme da nicht mehr raus. Oh mein Gott. Okay. Leute, starte ich hier unten oder was? Schwierige Momente. Okay, kannst du mal schießen, bitte? Komm wieder jetzt irgendwie. Ich starte jetzt da unten. Das ist interessant. Okay, das zählt, dass das offen ist. Finde ich gut. Oh mein Gott. Bitte schieß nochmal. Lol. Ja, das war es dann mit der Luft. Zählt das jetzt als... Oh, jetzt ist es... Ach, jetzt starte ich hier. Okay. Hier wäre Luft gewesen. Gut, dass ich das jetzt sehe. Aber ist in Ordnung. Jetzt haben wir das da oben kaputt gemacht. Jetzt dreht sich das. Okay. I see. Okay, Luma-Szene. Jetzt bin ich bei den Luma-Szenen. Ja, aber da will ich ja gar nicht hin. Da will ich ja gerade noch gar nicht hin. Hier will ich gar nicht weiter aktuell. Es ist zwar alles sehr schön. Ich glaube auch, da komme ich erst weiter, wenn ich die Feder habe. Ja, das wirkt wie... Ja. Da schwebe ich dann nämlich rüber. Da schwebe ich dann nämlich mit der Feder rüber. Ich verstehe schon. Kann ich hier zumindest noch durchschwimmen? Aua. Ach, hier komme ich zurück, ne? Ach so, Moment. Wenn ich jetzt keine Schnellreise hätte... Jetzt mal angenommen, ich hätte keine Schnellreise gekauft. Wie? Hier, über den Weg komme ich raus. Ja, über den Weg komme ich zurück. Okay. Ja, doch, ich verstehe schon. Über den Weg käme ich raus. Ich wüsste gerne, was er hier für eine Geschichte hat. Der muss irgendeine Bedeutung jetzt noch haben. Kann ich mich hier hin? Oh, perfekt. Schnellreise, it in. Aber ja, man käme da oben rum. Kann man sich nochmal durchschlängeln. Uiuiuiui. Aber das Gute ist, sobald man die Schnellreise hat, kann man gar nicht mehr stuck sein. Das Spiel wird es zwar hoffentlich verhindert haben, dass man überhaupt stuck wird, aber man weiß ja nie. Ach, jetzt würde mich mal interessieren, wie sieht es denn jetzt da oben aus, wo wir jetzt da aufgeräumt haben. Das Viech kann jetzt ja nicht mehr da sein. Ist da jetzt irgendwas noch? Nee, da ist einfach nichts mehr. Okay. Schade. Und der Weg selbst ist wahrscheinlich jetzt verbarrikadiert. Weil das nur die Fluchtroute war. Ja, da ist jetzt wieder einfach zu. Okay.
dann haben wir doch jetzt alles hier gesehen. So, wie gesagt, ich will noch rausfinden, was der eine Dings dazu sagen hat. Oh! Und ich kann doch jetzt hier drüben gucken, ob ich da noch höher komme mit dem Dreisprung. Richtig, das geht jetzt auch. Aber erstmal runter. War das hier? Ach, Spiel, lad halt nicht so lang. Ja, das war hier. Was hast du zu erzählen? Er will die Tasche. Er will die Tasche. Gut, dass wir hier rein sind. Er will die Tasche. Du kriegst die Tasche. Stell dir vor, du kriegst eine Tasche. Das ist eine sehr große Tasche, die du hast, ob ich sie wohl haben dürfte. Ja, her damit. Kräuterbeutel. Frische Kräuter. Okay. Ich weiß noch nicht, wer Kräuter will. Aber wir haben die Tasche los. Oh Mann, mir haut schon wieder hier. Ich habe auch gleich mein Headset los. Moment. So. Headset sitzt wieder besser, hoffe ich. Okay. Gut, dass wir da rein sind. Oh Mann, wenn ich den jetzt erstmal eine Zeit lang ausgelassen hätte, ne? Da taucht er einfach plötzlich auf. Und ist derjenige, der ihn nicht braucht. Das ist frech. So, wie gesagt, ich will hier oben mal kurz gucken, ob ich da noch was tun kann, könnte. Das könnte ich mir nämlich gut vorstellen. Sheesh. Mach dich weg. Jawohl, schön viel Kohle. Und bei 850 können wir dann wirklich die größere Geldgeschichte kaufen. Oh, das war schlecht. Das war die falsche Taste. Oh mein Gott, ich kriege hier... Ah, ich hab's geschafft. Halt! Erst runter. Ist hier jetzt irgendwas? Nee. Es sieht einfach nur schön aus. Okay. Ah, die Musik. Ja, das war nicht so gut. Ach Mensch. Im Rennen kommt man da so gut hoch, aber ich glaube, das sind auch die Viecher einfach nicht da, ne? Ich glaube, das sind irgendwie auch mehr Lampen, kann das sein? Ich bin verwirrt. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Jetzt aber. Gott. Schwierige Geburt, aber wir haben's. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich hier höher komme. Ja, aber bringt mir das was? Ich sehe halt nichts mehr. Hallo? Ich glaube nicht. Geil. Punktlandung. Okay, vielleicht geht auch irgendwann der Nebel weg, keine Ahnung. Gut. Aber da scheint auch nichts mehr zu sein. Ich habe es jetzt aufgedeckt, so. Gut, dann gehen wir hier rüber. Ich gehe jetzt trotzdem ohne Teleport dadurch, weil ich ja schon gucken möchte, ob im Wasser jetzt irgendwo noch irgendwas ist, was vielleicht nicht eingezeichnet ist. Kann ja passieren. Aber man weiß es ja nicht. Aber das ist... Lol.
Aber hier waren wir jetzt, ne? Ja, hier waren wir jetzt. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Aber auch in dieses Wasser. Siehst du? Das war nämlich nicht auf der Karte. Das war. Gut, gut, dass wir hier rein sind. Das war nämlich nicht auf der Karte. Okay, alles klar, let's go. Ich wusste es doch, dass es wichtig ist, da nochmal durchzugucken, alles. Ich wusste es doch. Ja, dann müssen wir jetzt alles nochmal durch. Okay, ja. Ja. Viel zu wichtig. Oh mein Gott. Das ist alles nicht auf der Karte. Ah, ich glaube, die haben wir auch noch gar nicht die richtige Karte von dem Gebiet, oder? Wir haben ja nur die Karte von dem anderen Ding gekauft. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich hänge hier fest. Okay. Ja, oder nicht? Ist hier noch irgendwas? Oha. Jawollo. Okay. Nice. Gut. So, da oben ist der Bär. Da müssen wir eben später hin. Dann kann ich jetzt hier erstmal weiter. Oh, da war kein Wasser. Ich wollte sagen, jetzt kann ich ja überall runterfallen. Ist ja kein Problem mehr, aber... Es kann doch noch ein Problem sein. Okay, dann nicht. Ach, ich nehme an, da oben geht's weiter. Wenn... wir was gebaut haben. Ich glaube, das ist... Ich glaube, hier muss man jetzt noch was bauen, dass es weitergeht. Das könnte auch sein, ja. Ja, ja, ja. Das ergäbe zumindest Sinn. Okay, ja, 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 ja. So, aber jetzt können wir hier rein. Na, was sagst du? Wasser ist wieder sauber. Man sagt, du hättest den ganzen Weg ins Paradies geschafft. Früher gab es da natürlich weniger Dornen, aber die Lumasen... Die Lumaseen haben die schlimmsten Folgen des Verfalls überstanden. Was ich nicht für einen kleinen Besuch dort geben würde, aber ich habe noch Arbeit vor mir. Ein Baumeister ruht nie. Ja, ich glaube, aktuell geht nichts. Oha. Aber wir haben jetzt Dech über Köpfen. Räume den Höhleneingang. Okay. Und wir haben... Bauen ist nur die halbe Arbeit ohne ein wenig. Dekoration ist nichts wirklich fertig. Okay. Ich war gespannt, was das alles so geht. Was da alles noch so möglich ist. Ja, gerade geht nichts. Ich habe nicht genug Erz. Gerade geht nichts. So. Aha. Vielleicht fange ich wieder an zu angeln, jetzt wo all dieses saubere Wasser durch die Lichtung fließt. Die Veränderung habe ich dir zu verdanken. Sag Bescheid, wenn du weißt, wie sich der Rest beheben lässt, ja? Das Wandern fällt nicht leicht, wenn überall Asche ist. So wie im Totenwald im Osten. Pah. Okay, das ist unsere nächste Aufgabe. Die Asche vertreiben. Und wenn der kreischende Schatten fliegt, dann bleibt der kluge Vogel zu Hause. Ja, das ergibt natürlich alles Sinn. Aber wir schwimmen erstmal eine Runde. Oh, hier, erstmal hier. Schön Energiekugeln. Oh, viele, viele Energiekugeln. Schön, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, hier kann ich hoch. Also vielleicht. Ja, kann ich. Nice. Okay, wenn wir Glück haben, kommen wir auf 850 gleich. Okay, da komme ich noch nicht durch. Halt. Lol, hier kann ich rein, habe ich gar nicht gesehen. Hier ist der Typ. Kriege ich jetzt die Karte für das Gebiet oder was? Ja. Den stillen Wald. Kartografieren, du weißt schon, Regen, Asche, tot. Von oben. Solltest du gehen und mir dann von allen Details erzählen und den Gefahren. Hilf mir, dieses Projekt fertigzustellen, ich gebe dir Rabatt auf alle meine Karten. Okay, was hat er jetzt für mich? Lol.
Ach. Zeigt alle Energiezahlen auf den. Okay, das kann ich dann für. Oh. Okay, ich verstehe. Okay, da haben wir noch nicht genug Kohle für. Ich verstehe. Okay, wir müssen auch dann sein Zeug finden. Dann können wir da mehr machen. Oh. Oh, lol. Wir haben das Geld zusammen. Stabil. Kann ich hier noch runter? Ja. Oha, noch mehr Kohle. Holy shit. Yo. Das war eine Goldgrube, dem sein Haus. Danke, Lupo. Immer wieder schön, mit dir Geschäfte zu machen. Und hier durch die Knochen kommen wir noch nicht durch. Da müssen wir noch was lernen wahrscheinlich. Oh, die kommen wieder, die Zellen. Oh, das ist ja auch chillig. So, erstmal kurz Luft holen. Nee, Quatsch. Bevor wir weitergehen, holen wir uns jetzt das Upgrade. Da muss ich da nicht nochmal hinlaufen. Na. So, zack, her damit. Die letzte. Ah, den Wurfhaken kann man auch verbessern, okay. Wo ist es denn? Da. Ach, 750 sogar nur. Ja, her damit, egal. Läuft. 4 zusätzliche Geisterlichtkugeln. Nice. Damit ist Lichternte voll. Optimal. Und mir haut schon wieder mein Headset aus dem Kopf. Aus dem Ohr. Vom Kopf. So. Okay. Was suchst du? Ach, das war der, dem ich die Familie nachholen soll. Der da unten wollte den Bauarbeiter, ne? Da haben wir noch nichts. Wir haben Kräuter. Der andere wollte schnell sein, da helfen Kräuter auch nicht. Ah, weiß ich noch nicht, wo es weitergeht mit dem Moki. Weiß ich noch nicht genau, wo es weitergeht. Kriegen wir noch raus. So, was ist hier? Ein Moki. Du willst doch nicht zufällig. Du willst doch nicht zufällig Kräuter. Das Wasser ist sauber, es gibt Höhlen zu erkunden. Ich kann nicht so hoch springen wie du, aber ich bin sehr begeistert. Mit Begeisterung wird alles zu einem Abenteuer. Ja, das war es dann auch an der Stelle. Okay. Keine weitere Interesse. Oha. Ich finde das so gut, wie die Dinger nachkommen. Das ist einfach super easy, um Geld zu farmen. Ich meine, das sind, ich glaube, 5 Stück frohe Dinger. Oder 2? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall jede Menge. Okay, cool. So. Opa ist auch wieder hier, oder Opa? Schön, dich wiederzusehen, und das in einem Stück. Und wir beide haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Oder es hat uns gefunden. Es ist nicht leicht, mich zu beeindrucken, aber ich gebe zu, dich unterschätzt zu haben. Ich stehe zu deinen Diensten, wann immer es notwendig sein sollte. Ja, gerade ist schlecht. Aber es geht jetzt immer noch. Also, das geht immer noch bei dem Typen. Bleibt jetzt hier wohl stehen? Kann ich das jetzt immer hier machen? Das wäre nicht schlecht, weil der ist in der Nähe von einem Teleport. Aber jetzt gerade, wie gesagt, geht hier nichts. So. Ja, es geht nicht kaputt, das sieht nur so aus. Ja, ja, okay. Gut. Dann ist jetzt die Frage, Backtracking? Und wir könnten jetzt halt viel machen, was wir vorher nicht konnten. Das bin ich jetzt halt am Überlegen. Ja, hier könnten wir jetzt überall hoch und so. Hier könnten wir jetzt reinschwimmen. Ich würde ein bisschen Backtracking noch machen, weil
viel jetzt noch storytechnisch ist in dem Part nicht so sinnvoll. Finde ich. Und hier gehen wir später noch weiter. Wir machen ein bisschen Backtracking, ja, komm. Gibt es hier noch was zu holen? Was ist das zum Beispiel? Nee, das ist, glaube ich, das Ziel von dem einen Ding, ne? Das dürfte das Ziel von dem... Ja, Ende Geisterprüfung, genau. Das brauchen wir nicht. Da komme ich jetzt ran. Fragment einer Energiezelle. Dann würde ich doch sagen, fangen wir da an. Alter, was leckst du denn so rum im Spiel? Ruhig nicht erfahren. So, wie gesagt, der wollte irgendwie... Was wollte der nochmal? Der kriegst mir vorhin gesagt, der Zwiebunki war viel geheim entdeckt. Schlappmann aber findest trotzdem Freunde. Ja, das war... Du wolltest gar nichts mehr, okay. Oh! Hier könnten wir rankommen. Ja, wollo. Sehr schön. So. Genau, dann können wir jetzt hier mal weiter. Alter, das Spiel leckt gerade brutal. Was ist denn los? Wir spielen das nicht auf einem Computer. Wir spielen das auf der Switch. So, also hier runter. War hier noch irgendwas Verstecktes? Ich hoffe nicht, aber ich werde hier runterschwimmen jetzt mal. Oder war da nicht noch was anderes im Weg? Oder, nee, ich glaube, es war wirklich nur das Wasser, was im Weg war. Ja, ja, genau, genau, passt schon. Oh, ja. Okay, da ist sie. Ich mache das sehr gut. Ich komme nicht mehr raus. Ja, das war nicht so gut. Cool. Alles klar. Ich meine, ich habe gesagt, das Spiel leckt. Das ist interessant. Da hat das Spiel sich verabschiedet. Bisschen Backtracking machen wir jetzt aber noch. Bisschen Backtracking machen wir jetzt noch. Ist mir wurscht. Es lädt einfach 3 Jahre das Spiel, ne? Gut, dass wir gerade am Geisterportal waren. Das hat er hoffentlich noch gespeichert. Alles andere wäre ärgerlich. Kann ich das skippen? Nein? Cool. So. Rein da. 20% haben wir, okay. Erfolg freigeschaltet, Trautesheim. Ist in Ordnung. Ja, die hatten wir gerade schon. So. Ich
bin sogar komplett hier unten. Okay, krass, er merkt sich selbst das. Ich dachte jetzt, wir starten zumindest bei der Quelle, aber nee. Wir starten hier wieder. Okay, das ist in Ordnung. So, schnell raus. Ja. Aber wir haben die Quelle. Die Zelle. So, kann ich hier noch rein? Ist hier noch irgendwas Spannendes in irgendeiner Richtung? Nee. Hier irgendwie? Nee. Okay. Oh. Ja, die Dinger gehen jetzt ins Wasser. Gut. Hilfe. Das mach dich doch mal weg, Kollege. So. Okay. Will ich hier nochmal runter? Um ehrlich zu sein, sehe ich jetzt halt aktuell keinen Grund, hier runter zu gehen. Hier drüben müsste ich aber mal ein bisschen rumschwimmen. Also wieder hoch jetzt. Okay. Dann war das jetzt wirklich nur für die... Also, was heißt nur? Aber es war halt für die Energiezelle. So, ich bin ja dumm. Ich muss ja hier hoch. Naja. Alles gut. Ich kenne mich wieder aus. Genau, hier ist auch nichts mehr gewesen, glaube ich und hoffe ich. Ich muss hier hoch. So. Aber was das gerade für ein Absturz war. Ich hoffe, das passiert nicht irgendwann, wenn ich mal nicht so weit, also wenn ich mal nicht viel gespeichert habe. Wobei er halt da wirklich sehr korrekt zu scheinen seid. Also er ist das Spiel. Vielleicht mache ich dem Spiel auch einfach zu oft die Karte auf und deswegen leckt's. Man weiß es nicht. Kann ich da eigentlich nochmal... Ja, ich kann da nochmal hoch. Habe ich da irgendwas verpasst? Nee, ne? Da war nur der Schalter und sonst war da auch gar nichts. Okay. Ja gut, wenn da sonst nichts war, ist ja alles in Ordnung. So, aber hier ist jetzt irgendwo Giftwasser gewesen. Ah ja, gewesen. Das haben wir aber damals schon runtergemacht. Ich erinnere mich. Gut geheilt. Na, dann ist hier gar nichts mehr. Ich glaube, da unten ist auch nichts mehr. Dann müssen wir jetzt hier hoch nochmal kurz gucken, vielleicht, eventuell. Aber ich glaube, da ist auch nichts mehr tatsächlich. Oh, doch, hier ist noch was. Oha. Ja, Hallöchen. Ach nee, das war nur der Schalter. Das war nur der dumme Schalter. Huch. Dann ist jetzt doch nichts mehr. Okay, alles klar. Ja, das ist auch nur der Schalter. Okay. Und das da oben war auch nur für diese ganzen Schaltergeschichten. Na ja, okay. Brauchen wir alles nicht mehr, haben wir schon. Gut. Jetzt wollte ich hier rüber. Vielleicht geht das jetzt ja in irgendeiner Form. Wir haben ja damals die Lampe hier noch geholt. Und dann ging es hier nicht mehr weiter.
Ja, das hat gut funktioniert. Ich bin gleich tot. Aber wir schaffen es, okay. Ich glaube, ich komme da immer noch nicht rüber. Oh! Okay, ich komme da hoch. Ah, da, hier war ich schon mal oben. Ich erinnere mich. Okay, doch, ich komme hier weiter. Chillig. Ja. Einmal Pfeil und Bogen ausrüsten, bitte. Oh, haben wir schon. Oh, der da hier. Oh, da schießt einer ordentliches Zeug runter. So, machen wir Abflug. Was bist du denn für eine komische Fledermaus? Aua. Die hält ganz schön viel aus. So, hat sich erledigt. Hallo? Ja, jetzt kommen natürlich 3 Millionen davon. So habe ich mir das vorgestellt. Oh, ich komme da nicht ran. Okay, doch. Ich dachte schon, weil das jetzt nicht so gut gewesen. So, mach ich mal weg. Du darfst gerne schießen. Jawohl. Sehr schön. Okay, mehr ist hier oben nicht. Das geht nur von der anderen Seite kaputt. Das geht nicht von hier. Hier komme ich rum. Oh, jetzt sind schon bei 53 Minuten. Das ist nicht gut, Leute. Wir müssen aufhören langsam. Ist hier unten noch was? Nee, okay. Der kann mir mal helfen. Der kann mir mal helfen. Schieß mal hoch. Ja. Danke. Jetzt kriegt mir das hier kaputt. Sehr gut. Ah, jetzt habe ich die falsche Taste. Nice. Und das geht auch nur von der anderen Seite kaputt. Okay. Dann ist hier erstmal Schluss mit dem Weg, richtig? Ja. Genau, und hier... Oh. Hätte ich das von hier zu... das hätte ich bestimmt zerstören können von der Seite aus. Ja gut, können wir mal anders machen, ist jetzt nicht so wichtig. Ist jetzt nicht so dramatisch. Dann haben wir jetzt hier schon mal die Sache eingesammelt, dann müssen wir hier nachher nicht mehr so viel tun. Okay, einfach runter und raus. So. Ja, einfach runter.
Und raus kann ich... Oh, ich sollte hier vielleicht nochmal nach Schwimmen gucken. Nach Schwimmmöglichkeiten. Wow. Okay, aber jetzt gehe ich nur noch so nach unten. Frechheit hier einfach. Gegner zu landen. Gegner töten fühlt sich noch so viel rewardinger an. Oder mehr rewarding, wie auch immer man es ausdrückt. Wenn man mehr Geld dafür bekommt, ist es so gut. Ah ja, hier komme ich noch nicht hin. Da weiß ich noch nicht, wo der Startpunkt ist. So, aber hier ist jetzt Wasser. Genau. Kann ich da jetzt irgendwo noch reinschwimmen? Das ist jetzt die Frage. Also gibt es jetzt noch irgendwas zu tun? Oder ist das alles nur Deko-Wasser? Ich glaube, es ist alles nur Deko-Wasser. Ja, sieht danach aus. Okay. Ja. Schade. Alles nur Deko-Wasser. Okay. Dann können wir uns eigentlich hier hin teleportieren. Das geht schneller. So. Denn dann können wir jetzt Folgendes tun. Erstmal speichern. Wir hören auch gleich auf, keine Sorge. Der Part ist nicht mehr lang. Ich will hier hoch. Das müsste doch jetzt gehen. Da ist bestimmt irgend so ein blaues Ding irgendwo. Genau. Ja, und da ist das nächste blaue Ding. Sehr gut. Nice. Weitere Energiezelle. Und wieder runter. Gut, dann hier unten waren wir noch nicht, weil da Wasser war vorher. Da sollten wir jetzt also auch rein können. Aua. Nicht so. Aber so. Yes! Das war Erz. Nice. Ein Erz mehr, dann können wir das nächste bauen, ne? Aber ich glaube, ich würde erstmal auf die 10 Erz gehen. Weil das teuerste aktuell ist. Und dann erstmal die Sachen machen, die am teuersten sind. Und dann kann man die anderen noch eher so leichter abfrühstücken. Ich glaube, so machen wir das. So, weg mit dir. Okay. Hier oben waren wir auch noch nicht drin. Hä, waren wir nicht? Bin ich dumm? Okay, krass. Ja, ne, wobei waren wir wahrscheinlich einfach wirklich nicht. Ja, ist okay, ist okay. Da unten ist noch was. Also hier geht es ja richtig weiter, glaube ich. Das ist dann, welches dann der nächste Fähigkeitenbaum und so weiter. Das hier sah nur so aus, das wissen wir. Das ist hier aber dicht. Ja, hier ist nichts weiter. Da würden wir nochmal rein wollen. Ja, das ist jetzt alles so. Ja, komm, holen wir uns die Zelle hier unten. Ich meine, das Rumlaufen ist ja auch, ne? Wir farmen Geld, ist in Ordnung, würde ich sagen. Geh halt runter. Ja.
So, bin ich richtig? Ja, bin ich. Hier waren wir schon. Nee, hier waren wir noch nicht. Siehst du? Jetzt geht nämlich. Dafür ist es da. Okay, perfekt. Das ist das, was wir wollten. Sehr schön. Genau, jetzt ist das nämlich hier auch aufgedeckt. Optimal. Und so wird auch ein Schuh draus. Nice. So, ich denke, hier komme ich von oben vor allem runter. Deswegen brauchen wir das jetzt mal so nicht zu machen. Ich will jetzt eigentlich nur noch ganz nach rechts und hier in die Lücke da hoch. Ich glaube, alles andere haben wir gesehen. Zumindest einigermaßen. Ja, mehr will ich in dem Part jetzt erstmal nicht machen. Es sieht jetzt vor allem ziemlich gut aus. Wir können uns eigentlich fast komplett jedes Mal heilen. Ne? Das muss man halt auch noch sehen. Wir können uns eigentlich fast jedes Mal komplett heilen. Egal, was wir tun. Okay. Das ist schon stark. Mach dich weg. Okay, hat gut gegangen. Hat gut geklappt. Oh, warte. Bin ich jetzt an der Stelle, wo ich hoch will? Oh shit, wie komme ich da hoch? Ah, von da drüben wahrscheinlich, wenn es möglich ist. Okay, ja, es könnten mehrere drei Sprünge sein, die möglich sind. Ja, 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 doch, ich sehe schon. Ja, ja, ja. Oh, das erinnert mich an was woanders. Wollten wir das auch noch machen? Da gehe ich gleich nochmal hin, da gehe ich gleich nochmal hin. Das machen wir gleich noch kurz. Okay, pass auf. Und zwar hier oben, ne? War das hier irgendwo? Ne, ich glaube, das hatte ich versucht und es ging. Nee, scheiße, wo war das denn? Fuck. Irgendwo hatte ich was mit einem Dreisprung versucht und da habe ich gesagt, das kann ich erst machen, wenn ich den habe. Aber wo war das? Scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich dachte, das war irgendwo da. Aber ich wüsste jetzt nicht. Das war in irgendeiner komischen Höhle. Also so. Ich bin mir echt unschlüssig. Wir probieren es trotzdem kurz hier. Wir probieren es trotzdem kurz hier und dann hören wir auf.
Aber da hatte ich den doch schon, als ich hier hochgekraxelt bin, ne? Ich glaube, als ich hier hochgekraxelt bin, hatte ich den Dreisprung ja schon. Dann kann das hier nicht... Nee, hier war das nicht. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Nee, hier war es nicht. Nee. Ah, wo war das? Lol. Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Seit ich nach den Stürmen aus meinem Gefahren Grad geflogen bin, habe ich schon so manche Neuheit gesehen. Aber ein Geist? Meine Familie erzählte mir Geschichten, dass deinesgleichen eine jene Länder durchstreife, in denen ich ein Fremder bin. Ich beschwere mich nicht, wohlgemerkt. Ich hatte beinahe das Gefühl von weicher Erde an meinen Fingerspitzen vergessen. Das fühlt sich noch nicht wie ein Zuhause an. Samen? Was? Was? Was ist denn das jetzt? Also wenn ich Samen finde, kann ich bei ihm hier dann Pflanzen freischalten. Oder so. Und wo ist das jetzt? Wo ist dieses Ding jetzt aufgetaucht? Sehe ich das irgendwo, wo das jetzt aufgetaucht ist? Hilfe? Wo hat er das jetzt? Das ist hier in irgendeinem Ast oder so. Hier? Irgendwo ist jetzt so ein Ding. Hier. Da oben ist ein Dings. Du willst bestimmt Kräuter. Oha. Oha, was habe ich denn jetzt hier alles entdeckt? Ach du Scheiße. Oh, verdammt, hier geht's weiter. Oh nee, das hier könnte jetzt überall was... Okay, wir quatschen kurz. Niemand darf einem großen Ausgucker vorbei, das bin ich. Ich halte Ausschau nach, schrieb der Jägerin. Sie will die Moki fressen und unsere Moormuschelsuppe. Sie ist köstlich. Mir haut schon wieder alles aus dem Kopf. Du darfst passieren, Geist. Das ist freundlich von dir. Ach du Schande, was ist jetzt da oben los? Okay, hier drüben ist nichts. Okay. Ey, Hilfe! Hi. Das Glück für gewöhnlich ist die Suppenschlange sehr lang. Manchmal reicht sie bis nach Grom, aber die Suppe ist es wert, so warm und cremig. What? Er braucht die Kräuter, ich werde bekloppt. Du hast mir witzige Kräuter gebracht, wo hast du sie gefunden? Sie wachsen auf gefährlichen Felsnassen und müssen bei Vollmond geerntet werden. Das ist genau das, was ich für eine perfekte Moormuschelsuppe brauche, ein seltener Genuss. Ja, hau rein. Würzige Suppe. Moki-Delikatesse aus Moormuscheln. Eine warme Mahlzeit. Okay. Ich habe keine Ahnung, wer eine Mahlzeit bereitet. Was eine Ehre, ein Geist in meiner Küche. Ich entschuldige mich für die Kälte, bitte. Ich bin bereit für ein Gasfeuer. Außerdem schwimmen in den vereisten Gewässern die leckersten Fische, wenn man denn unter das Eis gelangt.
Mahir. Okay, ja. Alles klar. Tut es weh? Ja, okay, alles klar. Und hier kommt man ins Eisgebiet. Ja, nee. Gerade nicht. Hilfe! Ja, ist ja gut. Oh mein Gott, das Spiel wird noch so riesig. Wir gehen jetzt speichern und dann gehen wir aufhören. Ich weiß leider nicht, wo das war, was ich gemeint habe, aber wir haben gerade was ganz anderes noch gefunden. Ich werde echt bekloppt. Ich werde komplett bekloppt hier. Ich sag's euch. Ich weiß nicht, wo das war, was ich gemeint habe, aber es ist egal. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne mal einen Like da, wenn euch diese Videos gefallen. Und tschüss.